Sie das machen, ist doch völlig klar. Wenn Sie Kanzler sind, gibt es halt Kohlwitze, jetzt gibt es Schröderwitze. Da ich aber mit meiner Kleidung nie so modisch war, habe ich mich dafür also überhaupt nicht geeignet, ist doch ganz klar. Da ich nur Pfeife und keine Zigarren geraucht habe, war ich auch nicht so günstig. Ich war auch überhaupt nie darauf an, sozusagen als eine modische Erscheinung mit meiner Figur. Ich kann nicht gut als Model gehen, das ist, verstehen Sie, da kommt nichts über. Das ist, oder gerade. Naja, aber gut, aber ich bin dann in einer super Schwergewichtsklasse. Die eignen sich alle nicht als Model und deswegen habe ich auch den Versuch nicht gemacht. Wollen Sie abnehmen jetzt? Bitte? Wollen Sie abnehmen? Das will ich immer. Ich kann mich nicht erinnern an die letzten 30 Jahre. Ich mache es ja immer zwischendrin. Und dann habe ich wieder einen Sieg errungen. Von wie viel Kilo? Dann gibt es alsbald dann die Niederlage auch. Von wie viel Kilo ist der Sieg? Das ist eines der wenigen wirklichen Staatsgeheimnisse. Was mir persönlich ganz doll wehtut, ich zum Beispiel für mich selbst, ich bin Sachse. Und ich lebe heute in München. Man hört es aber gar nicht. Warum hört man es denn gar nicht? Ja, Herr Kachelmann. Herr Pflaume. Ja, das wäre jetzt eine lange Geschichte, nein, aber... Ja, haben Sie auch mal früher richtig Maschendrahtzaun sagen können? Also das könnte ich, ja. Also auch ein Knollerbsenstrauch, ja, kriege ich perfekt noch hin. Aber das hat sich bei mir wirklich einfach verloren. Ich freue mich, dass Sie nicht so misstrauisch sind und gesagt haben, klar, zum Riverwood komme ich. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank auch all unseren anderen Gästen, Ihnen hier an Bord und Ihnen zu Hause wünsche ich jetzt noch eine gute Nacht. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Vielen Dank. Tschüss. Dankeschön.